Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auch heute möchte ich euch mal wieder ein Buch vorstellen. Dieses Buch könnte sehr gut in den Oktober passen, denn es ist ein Thriller und deswegen dachte ich, stelle ich ihn euch auf jeden Fall vor. Vielleicht habt ihr Lust noch irgendwie ja etwas sehr Spannendes und vielleicht auch Gruseliges im Oktober zu lesen, weil es ja auch auf Halloween zugeht. Und deshalb möchte ich euch heute Dreh dich nicht um von Jennifer Armentrout vor. In diesem Buch geht es um Samantha, die ja eigentlich alles hat, was man sich wünschen kann. Sie kommt aus gutem Haus, muss sich um Geld keine Gedanken machen, hat einen super Freund, ist hübsch, ist beliebt und eigentlich ist alles perfekt. Doch dann verschwindet sie plötzlich und zwar für 4 ganze Tage. Als sie wieder auftaucht, kann sie sich jedoch an nichts erinnern. Sie hat ihr Gedächtnis verloren und weiß weder irgendetwas über sich selbst und ihre Familie und ihr bisheriges Leben, noch weiß sie, was in diesen 4 Tagen, wo sie verschwunden ist, passiert ist. Und ihr liegt alles daran, das herauszufinden, denn nicht nur sie ist verschwunden, sondern auch ihre beste Freundin Cassie ist verschwunden und ist nach wie vor verschwunden. Die Frage ist jetzt natürlich, sind die beiden irgendwie zusammen abgehauen und irgendwas ist schiefgelaufen oder sind die beiden einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Samantha bemüht sich, schnell ihre Erinnerungen wiederzufinden und ahnt dabei nicht, dass es jemand auf sie abgesehen hat. Und jemand, der nämlich weiß, was genau eigentlich passiert ist. So viel zum Inhalt. Ich war wirklich wahnsinnig gespannt. Ich habe von Jennifer Armentrout ja schon einige Bücher gelesen, aber ein Thriller war bisher noch nicht dabei und von da war ich natürlich neugierig, ob sie das denn kann sozusagen. Vor allem, weil jetzt im Oktober auch ihr neues Buch Deadly Ever After erscheint und das ist halt auch ein Thriller und ich dachte, ja, ich probiere vorher mal den hier aus. Ich habe das mit der lieben Nina von Ninas Lesezeit zusammen gelesen. Ich verlinke euch ihren Kanal unten auf jeden Fall in der Infobox, dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Und ja, wie in den anderen Büchern der Autorin kam ich mit dem Schreibstil auf jeden Fall sehr, sehr gut zurecht. Das Buch lässt sich wahnsinnig gut lesen, was gut war, weil ich es überwiegend abends gelesen habe. Und ja, bei anderen Büchern habe ich dann echt Probleme, aber bei dem hier war das Gott sei Dank nicht so. Da konnte ich auch abends noch richtig gut drin lesen. Es ist ein sehr lockerer Schreibstil. Und was ich halt total genial fand, war, wie die Autorin diesen Gedächtnisverlust einfach inszeniert und dargestellt hat. Wie sie ja, Samanthas Umgang damit dargestellt hat und wie sie das so eingefädelt hat, dass so nach und nach Erinnerungsfetzen halt zurückkommen. Und ich finde, das hat sie auch auf jeden Fall sehr realistisch dargestellt und mich konnte der Aspekt auf jeden Fall sehr überzeugen. Sam war mir als Protagonistin auch sympathisch. Was ich sehr interessant fand, war diesen inneren Konflikt, den sie hat. Sie erfährt nämlich nach und nach von ihrer Familie, dass sie früher vor diesem ja, Unfall oder was auch immer es letztendlich war und vor diesem Gedächtnisverlust eine ganz andere Person war, einen ganz anderen Charakter hatte, als sie es zu diesem Zeitpunkt hat. Und Samantha setzt sich da sehr mit auseinander und kann das auch gar nicht verstehen, dass sie früher ja so gewesen sein soll. Und das war, fand ich, recht gut beschrieben und auch sehr interessant. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie ich denn damit umgehen würde, wenn ich plötzlich ja solche Dinge über mich erfahre, die ich eigentlich gar nicht hören will und auch gar nicht glauben kann. Leider fehlte es mir in der Handlung selbst aber so ein bisschen an Spannung. Also das Ganze, also Samantha ist 17 und geht deshalb dann auch irgendwann wieder zur Schule und trifft da ihre alten Freundinnen wieder und ja, es gibt einfach sehr viel Gezicke in diesem Buch, finde ich. Also sehr viel Konkurrenzkämpfe und irgendwelche Streitereien und das war mir zu viel. Da hätte ich mir stattdessen lieber mehr, ja, irgendwelche mysteriösen Ereignisse gewünscht, irgendwelche wiederkehrenden Erinnerungen, die halt so ein bisschen Spannung mit sich bringen, anstatt diese ganzen, ja, Zickenkriege. Da hätte ich so ein bisschen drauf verzichten. Trotzdem gab es immer wieder kleine Momente, in denen die Spannung in denen dann halt Spannung da war, sodass es auch nicht langweilig wurde. Es gab dann ja Momente, wo Samantha irgendwelche Erinnerungen hatte, die sie nicht einordnen konnte. Es gab auch ein paar Momente, wo klar wird, okay, der ein oder andere Charakter in dieser Geschichte hat Geheimnisse und dadurch blieb es dann halt trotzdem interessant und ich wollte eigentlich immer weiterlesen. Noch dazu kam dann irgendwann der Punkt, wo ich ja angefangen habe, einfach jeden in dieser Geschichte zu verdächtigen, der Täter zu sein. Also ich habe wirklich zahlreiche Leute verdächtigt und habe irgendwie beim Lesen niemandem mehr getraut. Und das tat schon so ein bisschen weh, weil es einen Charakter gab, den ich dann verdächtigt habe, wo ich so dachte, oh Gott, nein, bitte nicht der, bitte nicht der. Wenn er es ist, dann hasse ich dieses Buch und werfe es gegen die Wand. Ja, letztendlich hat mich die Auflösung sehr überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also
dass das der Grund ist und so. Das fand ich schon cool. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Leider war die Auflösung aber sehr schnell. Also das hat vielleicht dann 4, 5 Seiten in Anspruch genommen. Das wurde von der Autorin wirklich sehr schnell abgehandelt. So nach Motto, ich sag den Lesern jetzt, was passiert ist und dann ist gut und dann ist das Buch zu Ende. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte man bestimmt noch mehr draus machen können und nochmal so eine richtige Spannungsspitze kreieren können. So ging das leider alles sehr schnell. Insgesamt hat mir das Buch aber auf jeden Fall gut gefallen. Ich habe dem letztendlich 4 Sterne gegeben. Es war spannend und eine tolle Geschichte. Aber so ein paar kleine Makel gab es eben. Trotzdem bin ich froh, dass ich es gelesen habe und freue mich sehr auf Deadly Ever After, weil ich glaube, das könnte auch wieder ein richtig gutes Buch werden, jetzt wo Jennifer Armentrout bewiesen hat, dass sie Thriller auch ganz gut schreiben kann. Wenn ihr das Buch selbst schon gelesen habt, dann teilt mir doch gerne eure Meinung mit, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich verlinke euch das Buch wieder unten in der Infobox, so wie ich das immer mache. Wenn euch die Rezension gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Habt viel Spaß beim Lesen und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.